Ich möchte euch heute den Barfußschuh von Philly vorstellen, und zwar das leicht gefütterte Modell Chamäleon. Chamäleon ist ein wunderbarer Übergangsschuh, gerade für die Frühjahrsmonate oder die Tage dann im Herbst, wo man dann schon wieder leicht auf die kühleren Tage zugeht, weil es ist kein vollwertiger Winterschuh, aber ein sehr schöner Schuh für die Zeiten dazwischen. Das heißt also mal gerade, liege ich in den ersten Minusgraden, kann ich diesen Schuh sehr schön bis 11, 12, 13, 14 Grad ziehen, ohne dass jetzt das Kind zu warme Füße bekommt. Auszeichnend ist wie immer beim Chamäleon, ich habe entweder eine Glattlederversion oder größtenteils auch Velourlederversionen. Er ist abgefüttert mit einem wunderbaren Schuhwollvlies und das umfasst also den gesamten Schuh. Also von der Zunge bis oben hin, bis unten auf die Decksohle, auch diese ist nochmal hier schön bezogen. Kann man auch wunderbar rausnehmen zur Überprüfung. Und diesen gibt es in zwei verschiedenen Weiten, in Mittel und in Weit. Natürlich für Jungs und für Mädchen und schon ab der Größe 19 bis zur Größe 33, 35 gibt es diese Modelle. Wunderbar, weil auch hydrophobiertes Leder, hydrophobiert heißt wasserabweisend, ist ja bei den Barfußschuhen sowieso das A und O. Man will ja einen besonders weichen und flexiblen Schuh haben mit wenig Sperre im Material, sondern mit einer weichen, flexiblen Bewegung auch für den Fuß. Deswegen sind solche Schuhe auch wunderbar für Laufanfänger geeignet. Also sehr schön und sehr praktisch.